Hello again, liebe Freunde der Bartpracht. Es ist jetzt tatsächlich schon 30 Tage her, somit ein Monat, dass ich entschlossen hatte, mir meinen Bart einfach mal wachsen zu lassen. Ihr wisst es, meine Mission Vollbart ist gestartet und wie ihr sehen könnt, ich habe jetzt erstmal fleißig wachsen lassen und habe eigentlich so gut wie gar nichts daran gemacht. Aber ich denke, jetzt so nach einem Monat ist es mal an der Zeit, mal so ein bisschen hier mal das Geflättere, was man jetzt gar nicht gebrauchen kann, einfach mal loszuwerden. Das heißt, ich werde gemeinsam mit euch heute diesen Bart for the very first time stutzen. Also stutzen nicht in dem Sinne, dass ich ihn hier in der Länge, ich meine, dafür ist viel zu wenig Material an Bart erst da, aber ich möchte schon hier einzelne Bereiche einfach säubern, ausrasieren, damit es wieder ein bisschen gepflegter aussieht, weil so, doch bevor es losgeht, habe ich noch eine, wie ich finde, Mega-Neuigkeit. Ich habe vor 2 Tagen zum allerersten Mal Insta-Live gemacht. Komplett unvorbereitet. Ich hatte richtig Bammel. Und es hat mir so gut gefallen, dass ich mich entschieden habe, das jetzt einmal pro Woche zu etablieren. Und zwar in dem Format Grey Live auf Instagram. Und diesen Freitag, das heißt heute ist Donnerstag, morgen um 21 Uhr gibt es Grey Live bei mir auf dem Instagram-Account. Deswegen mir am besten mal folgen. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn wir uns am Freitag um 21 Uhr bei mir auf dem Instagram-Kanal live sehen. Ihr könnt euch dazu schalten lassen von mir. Wir können über Haartransplantation, über Bart, über Zahnkorrekturen, über Anti-Aging, über Botox, egal was, auch persönliche Sachen. Wir können über alles sprechen. Ich freue mich da mega drauf. Und das wollte ich nochmal loswerden. Es gibt diesmal auch einen wirklich gewichtigen Grund, bis zum Ende dran zu bleiben. Denn am Ende stelle ich euch vor die Wahl, es gibt 2 Optionen für ein Video am Sonntag um 10 Uhr. Ihr könnt entscheiden und wozwischen ihr euch entscheiden könnt, das erfährst du am Ende des Videos. Aber jetzt, Leute, ihr wollt sehen, wie es vorwärts geht, ne? Ich stelle bei mir fest, ich habe einen extrem guten Bartwuchs hier im Kinnbereich, am Halsbereich, hier und auch hier. Alles mega gut. Die Verbindung zwischen Schnäuzer und dem Bart hier unten, die ist eigentlich auch richtig gut. Die Bereiche, die ich ja schon in meinem ersten Video, was ich hier nochmal verlinke, wo ich nicht so zufrieden mit war, das war ja diese Lücke hier und hier. Und dass der Bart, finde ich, der könnte eigentlich noch ein bisschen höher zur Wange gehen. Ich hoffe ja, dass ich mit Minoxidil und mit dem Thiocyn-H-Serum dass ich eventuell die Dichte in dem oberen Bereich zur Wange, zum Wangenknochen noch ein bisschen weiter optimieren und entwickeln und mehr besser ausfüllen kann. Das gilt für beide Seiten. Und ich bemerke hier, ich hoffe man sieht das so halbwegs, ist jetzt eigentlich jetzt schon durchgängig so ein schöner Barthorizont entstanden, direkt unter der Lippe. Hier relativ dunkel und hier sind es eher so ganz helle Haare. Und ja, die Löcher müssen wir mal gucken. Aber was mich jetzt wirklich erstmal stört, ist dieses ungepflegte Erscheinungsbild. Also die Haare hier und die hier. Die möchte ich komplett weghaben. Man sagt ja, wenn man so ganz gerade in die Kamera guckt, dann muss das hier über dem Adamsapfel, ja, da, ab da. Bis da muss man wachsen lassen und hier drunter muss alles weg. Und ich werde mich da jetzt mal langsam rantasten. Ich fange erstmal ganz langsam an. So. Also man sieht, ich habe das noch nicht oft gemacht. Wenn ihr noch Tipps habt, lasst es mich wissen. Aber da zieht nichts, muss man wirklich sagen. Außer die Nase juckt mir gerade. Ja, das sieht doch schon mal besser aus jetzt. So.
Also ihr müsst verzeihen, ich bin wirklich kein Pro, aber dann seht ihr mal, wie ehrlich ich mit euch bin. Weil man soll den Bart eben nicht, wie das viele tun, noch weiter nach oben wegstutzen und aussäumen. Dann hat man nämlich das Gefühl, weil hier kommt dann wieder Haut, man hätte ein Doppelkinn. Das will ich natürlich nicht. Also so muss ich sagen, wenn ich jetzt mal ganz gerade in den Spiegel gucke. Besser kriege ich es nicht hin. Was mich jetzt auf jeden Fall interessiert, findet ihr, ich habe das jetzt als eine gute Linie getroffen? Oder hätte ich den weiter noch höher gehen müssen? Oder vielleicht ein bisschen weiter nach unten lassen sollen? Schreibt mir alles, was euch einfällt, in die Kommentare. Sagt mir, was ich falsch gemacht habe, was ich gut gemacht habe, wie ihr es machen würdet und wie euer Gesamturteil ist. It's up to you. Welches Video soll am Sonntag kommen? Option 1. Meine Bartentwicklung in Fotos in einem Zeitraffer-Video, also mit einer richtig coolen Musik, ne, und so. Oder Option 2, eine vierte Folge zur Shampoo-Show mit Brisk Power Shampoo. Schreibt mir bitte euren Favoriten gerne in die Kommentare. Was ihr auch machen könnt, wäre es, wenn ihr mir bei Instagram einfach eine Nachricht schreibt, beziehungsweise noch besser, wenn ihr einfach unter dem letzten Post als Kommentar mir schreibt, welches Video ihr am liebsten für Sonntag hättet. Somit sind wir auch am Ende, meine Freunde der Bartpracht. Kommt mir sicher und gesund durch diese verrückte Zeit. Lasst uns unser Leben leben, so wie wir es wollen, denn wir haben nur das eine, euer Gray.